Servus Leute und herzlich willkommen bei Adnexus Gaming mit einem kleinen Special von LS13 und mit dem ganz tollen Mod. Moment, ich kann euch mal die ganzen Mods zeigen. Hier, übrigens Kajot und Bento sind auch dabei von Alter. Von German Gamer und ihr hört gerade den monotonen Sound meines Motors und jetzt hat mich Bento. Danke. Ihr könnt auch was sagen übrigens. Ich kann nichts sagen, Entschuldigung. So, Moment, ich zeig euch mal die ganzen Mods, die wir drin haben, beziehungsweise den Lizard ATV. Den gibt's auch auf der offiziellen Mod-Seite von LS13. Das sind die anderen Mods hier noch, die sind eigentlich jetzt unwichtig. Denn wir wollen einfach nur ein kleines Wettrennen machen zum Golfplatz. Falls ihr nicht wisst, was es auf dem Golfplatz gibt. Dann seht ihr es gleich und ich würde sagen, das Rennen geht los. Die Regeln sind folgendermaßen: der als erstes auf dem Golfplatz ist, gewinnt. Egal welcher Weg. Nicht mal, wo der ist, aber okay. Wenn du die Minimap aufrufst, ist der rechts, also im PDA aufrufst, ist der rechts unten. Okay. 33, 34. 36 sehe ich das. Ja, auch. Genau da unten. 36, genau. Und das Rennen geht los in 3, 2, Bento, kein Frühstart. Los! Ja, du Ja, komm, ist doch egal, ich bin eh letzter wahrscheinlich. Aber ich. Nein! Also, der ATV ist echt extrem schwer zu steuern. Das ist die Besonderheit. Und natürlich fahren alle in den Berg. Alter! Alter, Vater! Der ist echt so schwer zu steuern. Ihr glaubt es gar nicht, Alter, ihr seht es gar nicht. Voll. Oh shit, ich häng Bento. Bento, bitte befrei mich. Bento, befrei mich. Alter, ich dreh mich mit dem scheiß ATV. Ich hab selbst. Du musst mich befreien, Bento, ich komm nicht vorwärts. Ja, du musst rückwärts fahren. Oh, kann ich auch nicht. Oh Mann. Ja, du bist in der Das ist. Jetzt komm, Bento, befrei mich mal. Dann lass ich eben mein Fahrzeug zurück. Was aber eigentlich sehr unfair ist. Ich habe auch schon 5x verloren. So, toll, jetzt ist wieder beim Händler. Ihr seid so Opfer. Bento, bleib stehen. Bevor du zu Fuß schneller als du mit dem Cutout. So, ich seh dir mal die anderen Mods teilweise. Und BTF. Jetzt, okay. Ja, mein Fahrzeug. Ich bin auf meinem ATV im Kuhfett. Lol. Ach so. Ja, super, wie bist du da reingekommen, bitte? Ich bin reingeflogen. Alter, der KJ gewinnt. Nee, du musst aber mit dem ATV dahin, gell? Verpiss dich, ich renne da zu Fuß hin. Natürlich musst du da mit dem ATV hin. Ich bin zu Fuß schneller als du mit dem ATV. Nee, eh nicht. Ich bin da. Ich bin drauf. No, Mann. Schade, ich hab verloren, nur weil ich am scheiß Baum hängen geblieben bin und Bento mich nicht befreit hat. Jetzt, Bento, geh mal aus deinem ATV raus, ich muss auch irgendwie. Nee, Moment, ich fahr noch gerade zu den. Ich will mein ATV da haben. Ja, nee, jetzt kommt was anderes dran. Ach ja, genau. Ja, Moment, jetzt komm schon. Jetzt bin steig ich aus, danke. So, und zwar das hier gibt's schönes auf dem Golfplatz. Und ich suche mir jetzt auch mal eins. Das ist nämlich ein Golfkart. Das ist zwar nicht besonders schnell, aber sehr gut lenkbar, anders als die ATVs. Und damit machen wir jetzt auch noch ein kleines Wettrennen. Wenn der erst am Haus ist, oder wie? Lass mal nur genau, über Straßen zum Haus fahren, oder? Wer zuerst am Haus ist, das ist das Wettrennen jetzt gleich. Bento, hier hinten starten wir. Oh ja, Bento hat sich daran erinnert. Ja, ich. Nämlich, um es Kajot nicht so. Achso, Kajot weiß das, denke ich mal auch. Nämlich, rückwärts ist man komischerweise mit den Golfkarts schneller als vorwärts. Und wir fahren jetzt zum Haus wieder, gell? Nur dass ihr wisst. Das Anfahren wird ein bisschen schwierig. In welche Richtung? Ja, egal. Lass mal wieder auf Wegen fahren, oder? Also wir fahren wieder. Wir fahren jetzt nur auf Wegen und wir fahren wieder zurück zum Haus. Auf die Plätze, fertig, los. Wuhu. Wir fahren alle falsch rum. Nein, wir fahren zum Haus, Junge. Wieso ist man mit dem Golfkart rückwärts schneller als vorwärts? Aua, ich kann nicht lenken. Wir fahren zurück zum Haus, Bento, gell? Zum Bauernhof. Das wisst ihr. Wie heißt du denn davon? Tja, siehst du mal, wo ist Bento eigentlich? Bento fährt in die falsche Richtung.
Beziehungsweise, es könnte auch die richtige sein, aber Coyote und ich sind erstmal schneller, weil Bento fährt einen Umweg. Stimmt. Oh, auch mal in Geometrie aufgepasst, gell? Fick dich! Hey, war es Geometrie? Schneller als ich. Was war es, Geometrie oder was Trigonometrie? Ich weiß gar nicht mehr. Geometrie. Nee, hier Erdkunde heißt das doch, das Fach. Halt dein Gosch von Schule, oh, ich hab. Wir verwechseln Erdkunde mit Geometrie. Ja. Naja, egal. So. Also wir dürfen nur auf Wegen fahren, wenn du. Wie viel schaffe ich denn rückwärts? Hab ich doch. Ich schaff 30. Ich schaff rückwärts 32. Ja, ich auch. Und vorwärts schaffe ich 25. Ja eben, das ist ein tierischer Unterschied. Audi hat einen Teer hier. Das ist halt ein Audi-Motor, ne? Auf jeden Fall. Schleichwerbung. Ja. Nee, ich kann aber die Zeit einfach nach vorne verstellen, damit es schwieriger wird. Ja, auf der Kuhweide hängt der noch, gell? Ich frage mich immer noch, wie Coyote da rein. Ich bin irgendwie die ganze Zeit geflogen. Und da habe ich so doppelte Schraube und Salto gemacht und auf einmal war ich drinne. Auf einmal war ich drin. So, oh, Bento kommt da vorne runter. Bento, wir dürfen doch auf Wegen fahren. Nein, ja, ich weiß, aber ich bin da gerade aus Versehen runtergefahren. Ja, aus. Disqualifiziert. Im Arsch bin ich nicht, du kleiner Nudel. Ist eh weit hinter mir und Bento fährt schon wieder falsch. Wir dürfen nur auf Wegen fahren. Fällt kein Weg oder was? Nee, fällt ist kein Weg. Das ist eigentlich gerade so stumpfsinnig, was wir hier machen. Vielleicht nehmen wir uns mal irgendeinen Trecker oder so. Wenn du fährst den nächsten Umweg. Was denn? Die haben eh schon weggeschissen, ey. Ja, ich gewinne eh. Dafür, dass ich beim ATV. Ja, wenn du nicht switchen, gell? Was? Dafür, dass ich. Oder ist es der Kajot? Der Kajot switcht, ey, was halt auf. Kajot switcht jetzt in ATV oder was? Kajot ist ein Cheater. Kajot ist ein Cheater. Kajot ist ein Cheater. Ah, ich verkack eh. Jay ist eh vor uns da. Ja, Jay. Oh, und fährt er ja schon. Wo ist eigentlich unser Haus? Ach, scheiße, ich muss ja zum Haus. Ich hätte auch gewinnen können. Kajot verhakt sich in der, wie heißt das nochmal, in der Spritzauffüllanlage. Ich will eigentlich dich wegkicken mit dem ATV oder sowas. Und, Bento hat jetzt wahrscheinlich schon wieder an was anderes gedacht beim Spritzen. Nee, eigentlich nicht, aber jetzt denke ich an was anderes. So, Bento, das kann doch was werden da. So, welchem Haus eigentlich? Damit dir keine Langeweile aufkommt, ich bin jetzt übrigens gleich da und Bento aber nicht. So, Bento, ich habe dich, glaube ich, mal meilenweit abgehängt, obwohl ich noch einen Umweg gefahren bin, nämlich einmal ums Haus nochmal rum. Welches Haus denn eigentlich? Unser Haus, wo man spawnt am Anfang. Da bin ich jetzt da. Wuhu, das ist... Ja, okay. Ich hab gewinnt! Ich hab gewonnen, weil ich sogar schon eingefallen habe im Unterstand. Du Poxy. Ah, du musst... Eigentlich nicht, wieso? Dann sehe ich dich doch nicht. Bento, du bist auf dem Hof. Du bist ein Fail. Einfach nur ein Fail. Ja, wo sollten wir denn hin? So, und das ist ein extrem geiler Mod hier, den der KJ gerade hat. Geh mal raus, du möchtest es den Zuschauern mal zeigen. Geht nicht. Ich muss kurz einparken. Dann zeig uns doch mal den Mod. Und zwar, man hat gerade gesehen, Entschuldigung, Kajot hat gerade die Zwillingsreifen angemacht, was extrem komisch aussieht gerade übrigens. Den habe ich nämlich nicht die Zwillingsreifen gesehen. Und Kajot hat eben gerade auch die Kabine gedreht, Schmetterling. Sodass er jetzt rückwärts fahren kann. Und drück mal bitte L. So, komischerweise passiert jetzt nichts, weil eigentlich kann man die Lenkart damit umstellen. Warte, dass nur noch vorne oder nur noch hinten oder beiden parallel gelenkt wird. Uhu. Und ich muss mal gucken, ob wir... Ja, das hier ist auch noch ein geiler Mod, der Class Lex... Moment, doch, Lexion 600. Den gibt's auch in Terra-Track-Version. In einem Modpack mit drin. Und es ist eben... Zwillingsreifen. 12.000 Liter Kontaktinhalt. Ich bin Unimog-Mog. Mod. Aber es soll jetzt nicht keine Mod-Vorstellung werden. Deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt fast 10 Minuten aufgenommen.
Ich würde sagen, das reicht für ein kleines Special. Wir haben zwei Wettrennen sogar gemacht. Was sehr lustig war, zumindest für uns, vor allem weil ich am Anfang direkt am Baum hängen geblieben bin. Und Bento mich natürlich nicht befreit hat, der Sack. Und der kann, glaube ich, gerade auch gar nicht lenken, gescheit. Naja. So, das war's jetzt. Yo, Bento. Wenn euch das Spiel gefällt, es kostet im Moment 25 Euro auf Steam. Oh, ist vielleicht ein bisschen teuer, aber es lohnt sich, sage ich euch. Zumindest wenn ihr Simulatoren mögt. Wenn ihr keine Simulatoren mögt, würde ich es lieber lassen. Und P-Hupe. Ja, Junge. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked. Und das war's damit. Und ab mit einem Hupkonzert. Mit einem Hupkonzert verabschieden wir uns. Los, nochmal hupen. Ja. So, und das war's. Ciao.